Und damit schauen wir jetzt noch an die Börse nach Frankfurt. Patrick DeWayne ist mir zugeschaltet. Patrick, unsere Namen sind nicht auf der Liste. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen, wenn es sie nicht allzu oft gibt. Wie sieht es denn an diesem letzten Tag des Jahres bei euch so aus? Ich habe am 17. März Namenstag, St. Patrick's Day ist da. Und ich bin ganz froh, dass tatsächlich einer dieser Namen nicht aktuell unter den Top zu finden ist, sondern dass Emilia und Noah sind. Unsere Kinder heißen Lenny, Leslie und Levin, by the way. Und wenn wir schon beim Namen sind, der DAX macht seinem Namen alle Ehre. Tatsächlich dieses Jahr mit plus 20%, liebe Nele, das kann sich wirklich sehen lassen. Das muss man ganz klar sagen. Nur getoppt wird er bei den großen Indizes, die wir hier ja regelmäßig beobachten, vom Nikkei. Der hat plus 28% hingelegt. Aber auch an der Wall Street ging es gestern mit Rekordständen weiter. Und dementsprechend nicht verwunderlich, dass der DAX heute hier am letzten Handelstag in der vorletzten halben Stunde der Sitzung noch mal 0,3% zulegen kann. Wenn wir uns die Einzelaktien angucken, stellen wir fest, dass die Verlierer des Jahres, die über das Gesamtjahr betrachtet, die sind, die heute gekauft werden. Dazu zählen beispielsweise eine Siemens Energy, aber auch eine Zalando. Da ist dann die spannende Frage, ob der Online-Händler auch im Jahr 2024 die Gemüter überzeugen wird und Aktien von dem Unternehmen gekauft werden. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und auch Merck und Bayer, die Pharmabranche, das sind die, die nicht ganz so schlecht abschneiden, wenn es darum geht, wie der Ausblick, der Wirtschaftsausblick 2024 ist. Vor allen Dingen Bayer könnte ja in Sachen Glyphosat endlich mal zur Ruhe kommen. Gucken wir auf die Verlierer des heutigen Tages. Da stellen wir fest, ein relativ gemischtes Bild. Da gibt es keine einheitlichen Tendenzen, sondern da sind Sartorius, die in den letzten Tagen zulegen konnten, heute mal unter den Verlierern zu finden. Wobei, Achtung, man muss sagen, dass es bei Vonovia, dem Immobilienunternehmen, tatsächlich auch in Zukunft eher mal etwas holprig zugehen sollte. Die Signa Immobiliengruppeninsolvenz ist eine Sache, die da so ein bisschen ins Kontor schlägt, aber auch nach wie vor die hohen Zinsen. Die haben zwar ein Plateau erreicht, aber Senkungen, die kommen in der Eurozone. Damit rechnen wir zumindest erst im Juni. Patrick, danke schön für diesen Überblick und dir natürlich auch einen guten Rutsch. Hat mich sehr gefreut, Nele. Danke. Ebenso. Bis dann. Ja, den guten Rutsch.